Als ich mit dem Gitarrenlernen angefangen habe und so die ersten einfachen Akkorde konnte, da wollte ich natürlich auch gleich viele Lieder begleiten. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir den Text besorgt, ich habe mir die Akkorde besorgt und saß dann aber erstmal da und habe nicht gewusst, welches Schlagmuster muss ich denn jetzt spielen? Mit den Jahren habe ich dann tatsächlich die Muster hinter den häufigsten Schlagmustern verstanden. Und diese Quintessenz, die möchte ich dir heute mitgeben. Heute zeige ich dir drei universelle Schlagmuster, mit denen du gefühlt 90% der Lieder draußen begleiten kannst. Vorab, fürs Grundverständnis zwei wichtige Punkte. Der erste Punkt, ich möchte erstmal erläutern, wo du bei den Schlagmustern jeweils den Abschlag und wo du den Aufschlag setzt. Und der zweite Punkt, das ist unsere eigentliche Geheimzutat, das ist die Betonung, das sogenannte Metrum. Diese Betonung, das ist das, wie wir es schaffen können, dass wir mit nur zwei oder drei Schlagmustern 90% der Lieder da draußen mit der Gitarre begleiten können. Von daher, lass uns mal auf das Schlagmuster 0, wenn man so möchte, schauen. Ich blende es dir mal hier unten ein. Das ist kein Schlagmuster im klassischen Sinne. Ja, aber es hilft einfach uns beim Verständnis, wo wir die Ab- bzw. die Aufschläge setzen. Ja, das ist im Kern wirklich die Basis für alle anderen Schlagmuster. Wir sehen die Zählzeiten 1 und 2 und 3 und 4 und. Und Pfeil nach unten bedeutet man Abschlag. Ja, und ein Pfeil nach oben bedeutet ein Aufschlag. Wir sind da jetzt also im Viervierteltakt unterwegs. Und auf die 1, da haben wir immer einen Abschlag. Das ist der Pfeil nach unten. Und auf die und dazwischen, ja, auf die 1 und 2 und 3 und 4 und, da haben wir immer einen Aufschlag. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Und das haben jetzt eigentlich alle Schlagmuster, die gleich folgen, gemeinsam. Ja, sie haben immer auf die 1, 2, 3, 4 einen Abschlag, auf die 1 und 2 und 3 und 4 und immer den Aufschlag. Alles, was jetzt tatsächlich noch mehr oder weniger passiert, ist, dass wir Schläge zwischendurch weglassen. Also anstatt zum Beispiel 1 und 2 und 3 und 4 und zu spielen, spiele ich dann nur noch 1 und 2 und 3 und 4. Ja, ich lasse einfach nur Schläge zwischendurch weg. Man kann die manchmal auch mit diesen Luftschlägen ersetzen, ja, dass ich jetzt den Abschlag mache und mache den Aufschlag auf die 1 und, berühre aber die Saiten nicht. Ja? Also 1 und 2 und 3 Luftschlag und 4 und. Wenn du das mal hörst, Luftschläge, es ist einfach, dass du das an der Stelle weglässt. Das ist unser erster Punkt. Und was jetzt noch dazu kommt, das ist die Betonung. Und das schauen wir jetzt tatsächlich mal direkt in der Praxis an, mit unserem ersten Schlagmuster. Beispiel Nummer 1. Ich blende es dir mal hier unten ein. Wir haben auf der 1 einen Abschlag, auf der 3 einen Abschlag, auf der 4 einen Abschlag, auf der 4 und einen Aufschlag. Also, wenn ich es zählen würde. 1 und 2 und 3 und 4. Was dir vielleicht auch noch aufgefallen ist, das sind diese Pfeilspitzen. Ja, über der 3, da sitzt diese Pfeilspitze und das ist tatsächlich unsere Betonung. Das heißt, diesen Schlag, den würde ich jetzt beispielsweise mit etwas mehr Krafteinsatz lauter spielen. Und über der 1 ist auch so eine Pfeilspitze, allerdings ist die eingeklammert. Das heißt, die betonen wir auch so ein bisschen, ja, aber nicht so stark wie die 3. Das heißt, die eigentliche Betonung, die liegt ja auf der 3. Ja, wir haben 1 und 2 und 3 und 4 und ich mache es mit den drei einfachen Akkorden. Einfach mal G-Dur, D-Dur, A-Moll. Einmal Durchlauf ohne Betonung. Dann nehme ich die Betonung dazu und du passt mal auf, was sich dabei ändert. Ja? Jetzt mit Betonung. Natürlich ein bisschen überbetont, aber das ist schon das, was passiert und
du hast vielleicht gemerkt, ja, das klingt schon wesentlich dynamischer, da ist etwas mehr Groove drin und macht einfach viel, viel mehr Laune so. Und du hast vielleicht auch schon an der Charakteristik gemerkt, das ist ein Schlagmuster, das hervorragend zu Balladen passt. Also immer wenn du eine Ballade vor dir hast, dann nimm das Schlagmuster, wo du die 3 betonst. Ein zweites Beispiel dazu. Wir nehmen wieder unser Grundmuster. 1 und 2 und 3 und 4 und lassen einfach ein paar Schläge zwischendurch weg und betonen die 3. Ich blende dir hier unten mal ein. So, wir haben auf der 1 einen Abschlag, auf der 2 einen Abschlag, 2 unten Aufschlag, 3 einen Abschlag, 4 einen Abschlag, 4 und ist ein Aufschlag. Die Pfeilspitze zeigt es uns schon wieder. Wir betonen die 3. Die 1 betonen wir auch ganz leicht. Ich nehme jetzt mal Akkorde mit dazu. G-Dur, A-Moll, C-Dur und dann wieder der G-Dur. Immer wenn du eine Ballade vor dir hast, dann kannst du dieses Schlagmuster nehmen, wo du einfach nur die 3 betonst. Welche Schläge du dann weglässt, das sind wirklich Details, das ist Nuancen. Ja? Wichtig ist einfach nur, dass auf der 3 diese Betonung kommt. Das war unser essentielles Schlagmuster für Balladen. Jetzt brauchen wir noch eines für Pop and Rock. Da haben wir die Betonung immer auf der 2 und auf der 4. Ich blende die hier unten mal ein. Wir haben 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und auch da habe ich dir wieder 2 Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel. Du siehst, wir haben die Betonung auf der 2 und auf der 4. Und ich nehme jetzt auch gleich mal Akkorde mit dazu. D-Dur, E-Moll, G-Dur, D-Dur. Vielleicht ist es dir aufgefallen, was man alternativ machen kann, anstelle nur mit der Lautstärke zu betonen, man kann auch betonen, indem man die nicht betonten Schläge zurücknimmt. Ich habe zum Beispiel beim D-Dur erstmal nur ein paar wenige Saiten, ja, D, G, vielleicht auch ein bisschen das H gespielt. Und beim betonten Schlag, bei der betonten Zählzeit, da spiele ich dann den kompletten Akkord. Wird beim E-Moll nochmal deutlicher, ne? Weil ich da wirklich nur so die ersten 1, 2, 3 Saiten spiele. Und auch wenn ich hochgehe, ziehe ich nicht komplett durch dann beim Aufschlag, sondern ich habe vielleicht die obersten 3 Saiten nur, ja. Das ist das erste Beispiel für Pop and Rock. Unser zweites Beispiel. Bisschen eine rockigere Nummer jetzt, wenn wir folgende Akkorde mit dazu nehmen. Den G, den C, dann ein C mit dem H im Bass, dann ein D, dann wieder das C, C mit dem H im Bass und zurück zum G. Ich mach's dir einmal vor. Auch hier wieder. Ne, ich habe den ersten Schlag immer nur die Bässe gespielt von dem G-Dur. Und auf dem zweiten, ja, ich werde lauter, aber ich ziehe dann auch wirklich alle Saiten durch. Auch bei allen anderen Akkorden mache ich das so. Das sind die 2 Grundmuster, mit denen du Balladen, Popmusik, Rockmusik spielen kannst. Für Balladen betonst du immer die 3, Pop-Rockmusik immer die 2 und die 4. Ich habe jetzt noch einen dritten Fall mitgebracht, den man auch ab und zu mal antrifft, der aber nicht ganz so häufig ist.
Ich nenne ihn immer den Downstroke Groove. Er hat keinen offiziellen Namen, zumindest ist mir keiner bekannt. Und wir haben in den meisten Fällen wirklich nur noch Abschläge. Es gibt auch ein paar Beispiele, wo das mit den Downstrokes nicht so ganz stimmt. Da nenne ich dir am Ende auch noch ein paar, aber für mich ist das eben so diese Grundcharakteristik. Was haben wir hier? Klar, wir haben lauter Downstrokes, lauter Abschläge, das habe ich schon verraten. Eins und zwei und drei und vier und. Und du siehst es bestimmt schon, die Pfeile. Die Betonung liegt auf der 1, auf der 2 und so wie auf der 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Vor allem die Betonung auf der 2 und, also der zweite Offbeat, die verleiht diesem Groove, diesem Schlagmuster, so eine charakteristische Spannung und Dynamik. Ich gebe dir mal ein paar Songbeispiele, wo dieses Schlagmuster, dieser Rhythmus tatsächlich verwendet wird. Coldplay verwendet es zum Beispiel in ihrem Song Clocks. 1 und 2 und 3 und 4. Text weiß ich nicht, ne, aber Akkorde gehen auf jeden Fall so, Schlagmuster geht auch so. Bei den Kings of Leon, Use Somebody, wir haben die Downstrokes und wir haben diese Betonung. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Auch wirklich ein super charakteristischer Song für dieses Schlagmuster. Das sind jetzt mal zwei Beispiele aus den letzten 20 Jahren, da trifft man es tatsächlich besonders häufig an, aber mir ist es auch schon in den 80ern begegnet. Don't Stop Believing von Journey. She's my Duncan. Und 4 und 1 und 2. She took the midnight train, going anywhere. Ja, brutal zu singen, ich kann's nicht, aber du merkst schon, ne? 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Immer auch hier dasselbe Schlagmuster. Aber es müssen nicht immer Downstrokes sein. Hör dir beispielsweise mal Fast Car von Tracy Chapman an. You get a fast car. Und ein Kollege aus der Neuzeit wieder, der das auch sehr oft anwendet, ist Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg. Das waren sie, die drei universellen Schlagmuster, mit denen du gefühlt 90% der Lieder da draußen begleiten kannst. Bei den Balladen betonst du die 3, bei Pop- und Rockliedern die 2 und die 4 und dann haben wir noch das Downstroke-Pattern, wo du die 1, die 2 und die 4 betonst. Vielleicht hast ja auch du ein Lieblingsschlagmuster oder du hattest mal eine Erkenntnis, was Schlagmuster angeht. Wenn ja, ich würde mich mega über einen Kommentar zu diesem Video freuen. Auch einen Daumen nach oben würde mir sehr helfen und wie immer abonniere auch den Kanal gerne.